Beşiktaş 4, Karagümrük 1. Das war das heutige Ergebnis in Istanbul und eins muss ich vorneweg sagen, das was wir heute beobachten konnten, war einfach ein Klassenunterschied. Beşiktaş hat mit Karagümrük gemacht, was sie wollten und hätten auch deutlich höher gewinnen können. Zwei Pfostentreffer hatte Beşiktaş alleine nach nur 10 Minuten und nach 17 Minuten war es dann endlich soweit. Wout Weghorst traf zum 1:0 und schoss somit gleichzeitig sein erstes Tor für die Adler. Es hätten heute allein für ihn 3 Tore sein können, 2 davon waren aber leider Abseitsposition, so dass er sich am Ende mit nur einem Tor zufrieden geben muss. Beşiktaş war nach seinem Tor aber natürlich immer noch hungrig und schoss mit Enkudu weitere 17 Minuten später das 2:0. Enkudu ist momentan absolut wild unterwegs. Beşiktaş hatte ja eigentlich vor, ihn zu verkaufen, aber das haben sie sich mittlerweile mit Sicherheit anders überlegt. Mit dem 2:0 ging es somit in die Halbzeitpause und die zweite Hälfte fing wieder mit richtig viel Druck seitens Beşiktaş an. In der 50. Minute konnten sich die Beşiktaş-Fans ein weiteres Mal freuen, denn Jackson Moleka traf per Kopf zum 3:0 nach einer schönen Ecke, aber die Gäste hatten direkt eine Antwort drauf. Ebenfalls nach einer Ecke traf nämlich der ehemalige Löwe Jagne zum 3:1 und somit hatten die Gäste wieder richtig Hoffnung. Dann hat Beşiktaş wieder in den Defensivmodus gewechselt und haben dem Gegner den Ball überlassen, so dass die Gäste am Ende sogar mehr Ballbesitz hatten. Und das ist der einzige Kritikpunkt an Beşiktaş heute. Das ist einfach nicht mehr toll anzusehen, Leute. Vor allem nicht für die Fans. Beşiktaş ist ein großer Club und da gehört es sich nicht, gegen eine Mannschaft wie Karagümrük hinten dicht zu machen. In der letzten Woche gegen Alanya habe ich ein Auge zugedrückt, weil sie nur noch mit 10 Mann auf dem Feld waren, aber für heute gibt es einfach keine Ausreden mehr. Und da jetzt Beşiktaş den Gästen den Ball überlassen hat, kamen sie natürlich auch nach vorne und das ziemlich oft, Leute. Gefährlich wurde es aber nur einmal, aber da hat Ersin den Schuss klasse pariert. Beşiktaş hatte dann nach einem Konter die Chance auf 4:1 erhöhen und diese Chance nutzen sie natürlich. Torschütze war dieses Mal Rosie, der auch den Assist für Weghorst gemacht hat. Das soll es dann aber langsam aber sicher gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, dann drückt aufs Plus und liked das Video. Ich sage somit ciao und bis zum nächsten Mal.